Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wir sind immer noch in Artus Anwesen, nachdem wir in der letzten Folge noch unser Team richtig zusammengestellt haben. Bin ich jetzt erstmal dabei, hier Zeug zu pflücken. Und die Katze folgt. Wendala, weil sie der angewählte Charakter ist. Wenn ich einen anderen Charakter anwähle, dann kommt die Katze zu demjenigen gelaufen. Ein Zwerg, ein Wort. Ja. Wir wollten aber erstmal das Zeug ernten, was wir haben. Wendala ist da ziemlich gut drin. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich immer gedacht habe, im Garten hat man immer Erfolg. Einfach weil Wendala so gut ist beim Ernten. Es sieht aber sehr seltsam aus, wie Gwendala läuft, muss ich sagen. Jedenfalls ohne Waffe. So, das, was wir geerntet haben, können wir jetzt erstmal wegpacken. Und dann gucken wir mal, was Rakorium und Nottl hier bei uns zu suchen haben. Seid gegrüßt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, aus diesem schrecklichen Moor entkommen zu sein. Mein Beileid nochmal wegen Rufus. Ach, Rufus, ich wünschte, er wäre den Untoten nicht in die Klan geraten. Hab Dank für eure Anteilnahme. Gibt es schon Fortschritte bei den Forschungen an diesem mysteriösen Thesiskristall? Leider doch nicht. Nein, Meister Rakorium hat sehr eigene Methoden, um an die Ziele seiner Forschung zu gelangen. Ich hoffe, das Quartier ist auch angenehm, auch wenn sich Meister Rakorium höchstpersönlich eingeladen hat. Ja, es ist wirklich gemütlich hier und Herr Wirmisch versorgt uns mit allem Nötigen. Hab Dank für eure Gastfreundschaft. Dann noch viel Erfolg beim Forschen. Ah, da seid ihr ja endlich. Ein schönes Haus habt ihr hier. Ein schönes Haus. Genau der richtige Ort, den ich für meine Forschungen gesucht habe. Kann ich euch mit meinem Wissen zur Seite stehen? Ja, eure Magnifizenz, dürfte ich euch etwas fragen? Sicher doch, fragt nur. Dieser Kristall in dem Burgbrücken, den ihr in Warbrück geborgen habt, darf man fragen, wozu ihr ihn benötigt? Im Moment nicht, nein. Meine Forschung steht erst ganz am Anfang. Die Fachwelt wird staunen, aber noch sind nicht alle Rätsel gelöst, versteht ihr? Und wie wichtig er für die Wissenschaft sein würde, ich vermute, ihr würdet es ohnehin nicht verstehen. Ja. Darf ich euch noch was fragen? Erzählt mir über euch und eure Vergangenheit. Ach, da gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Um genau zu sein, eben nicht zwar, aber es gibt keine Bilder dazu in meinem Kopf. Und immer wenn ich sie zu greifen vermag, kommen die Diener des uralten Geschuppten und ja, deswegen auch meine Forschung und dies alles. Der uralte Geschuppte, er redet wahrscheinlich entweder von einem Drachen oder von diesen Echsenmenschen, mit denen wir es schon im Sumpf zu tun hatten. Entschuldigung, aber ich kann mich nicht erinnern, euch in mein Haus eingeladen zu haben. Oh, dann seid ihr nicht nur Mitstreiter, sondern auch Leidensgenosse. Natürlich danke ich euch dennoch für eure, naja, immerhin konnte ich genügend Apparatur aus meinem Alten in Sicherheit bringen. In Sicherheit bringen? Was ist denn geschehen? Ach, ein kleines Balleur, nichts weiter. Opfer, die große Wissenschaft mit sich bringt. Aber damit sollt ihr nicht behelligt sein. Eben dieser werde ich mich nun auch wieder widmen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, danke, ich konnte alles Wichtige erfahren. Auf bald. Gut. Gut, das heißt, wir haben hier alles erledigt. Und ja, ich sollte eigentlich Ulada und Ranor bei Gelegenheit nochmal in die Gruppe aufnehmen und ihnen die Waffen wegstecken lassen, dass sie nicht wie bedrohliche Wachen hier rumstehen. Ja. Wir haben alles. Das Zeug wollte ich verkaufen. Folgt mir. Sprich, Freund.
Pfeile bolzen, ist alles klar. Das heißt, jetzt geht's wieder in den Hafen zurück. Hafen, natürlich das Boot da oben. Wenn ich ein bisschen hochfahre, sieht man es auch besser. Also nicht Boot, das Holzschiff da, was den Hafen darstellen soll. Beim Hafen sind wir noch nicht ganz fertig. So, richtige Taste drücken. Ah, gestohlenes Wissen ist die Hauptqueste. Rezept für den Meistertrank kriegen wir erst sehr viel später. Kaster Wagnitz auch. Handvoll Dukaten sind wir eigentlich noch gar nicht fertig, ist mir so eingefallen. Und ja, schmackhafte Delikatesse kommt auch erst später. Wir können doch mal in die Taverne ins flinke Frettchen gehen. Tag, was soll sein? Ja, also erstmal ist mir wieder eingefallen, hier gibt es noch eine sehr bös versteckte Quest. Ihr seht grimmig aus, als sonst hattet ihr Ärger. Ärger ist gar kein Ausdruck. Man hat mich um die Zeche geprellt. Da war ein paar Mal so ein Kerl hier, hat immer schön anschreiben lassen, wenn er sich den Wanz vollgeschlagen hat. Und jetzt lässt er sich nicht mehr blicken. Die Stadtwache kann ich damit nicht belästigen. Jetzt suche ich jemanden, der sich diesen Kerl vorknüpft und mir zu meinem Geld verhilft. Wie sieht es denn mit euch aus? Würdet ihr nach ihm suchen? Ich kann es versuchen. Was könnt ihr mir denn über den Kerl sagen? Sein Name ist Rekasch. Eigentlich hat er den ehrbaren Eindruck gemacht. Könnte mich jetzt noch ohrfeigen, dass ich mir so die Hörner hab aufsetzen lassen. Frag beim Silberkrug nach. Dort ist er wohl zuletzt gewesen. Vielleicht weiß Tradan mehr. Ja, die Tavernenbesitzer untereinander sind zum Glück keine Konkurrenten, sondern eher Freunde, so wie es aussieht. Der Wirt des Fliegenfrettchens möchte die ausstehende Zeche seines Zechprellers eingetrieben haben. Und ja, die Quest heißt der Zechpreller. Weitere Hinweise zum Zechpreller kann ich aller Wahrscheinlichkeit nach im Silberkrug am Pajosplatz bekommen, denn dort wurde der Mann auch gesehen. Sammle mehrere Hinweise im Silberkrug, ja. Und ja, wir sind mit einer Handvoll Dukaten noch gar nicht fertig, glaube ich. Weil ich glaube, wir können jetzt mehrere Quests annehmen und machen. Was wir auch machen sollten, damit wir unsere Taschen mal wieder füllen. Ich würde mir nämlich gerne wenigstens dann demnächst mal einen Alchemietisch und eine Werkbank in Ardus Anwesen packen. Das würde ich hier bei der ganzen Stadt umgeistern müssen. Später gibt's bestimmt was zu tun. Komm einfach wieder. Okay, es gibt doch noch nichts Neues zu tun. Schade darum. Aber ja, jetzt können wir zum Priosplatz. Da lang. Wir können... Ja, auf dem Priosplatz bei den Händlern habe ich ja schon geguckt nach einem... Nach einer Kopfbedeckung für Gwendala. Aber dort kann ich wenigstens... Außer natürlich... Wo sind wir hier gerade? Außer natürlich unten der Jäger hat vielleicht was Passendes für sie. Mein Gladys trägt die Maske, Vorgrim und ich tragen Helme. Und ja, so ein Kopfschutz wäre natürlich nicht schlecht, außer natürlich, man braucht das Charisma. Und okay, es gibt wenigstens einen Rüstungspunkt auf dem Kopf, die Maske. Also er scheint mit seinem Tanzbär wieder voll zufrieden zu sein.
Soddel ist wieder völlig normal. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los war. Ja. Gut. Hast du vielleicht irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Außer Seife und einfache Verbände. Hast du Pfeile? Nö, bei dir habe ich ja eigentlich nur Tat verkauft. So. Damit sollte ich alles los sein, was ich nicht haben möchte. Also hier bei den beiden, vielleicht verkaufen die ja was. Er verkauft nur Holzzeug und eine Holzfäller-Axt, das brauchen wir nicht. Ja, du hast du was zu verkaufen. Ja, aber auch nichts wirklich, was wir bräuchten. Langbogen brauchen wir nicht. Kriegsbolzen. Haben wir, glaube ich, bei dem anderen Händler gekauft, die Kriegsbolzen. Sonst könnten wir sie nicht herstellen. Nee, halt, das sind die anderen Bolzen. Die aus Eibenholz. Nicht aus Ulmenholz. Verbesserter Kurzbogen? Nee, brauchen wir auch nicht wirklich. Wobei 8 Silber kaufen wir die beiden Anleitungen mal. Da könnten wir nämlich damit Rulanas Kurzbogen mal verbessern. Wenn wir es denn möchten. Aber nee, hier unten leider wieder nichts. Das letzte, was wir da machen können, ist, wenn wir nochmal in die Grafenstadt kommen. Dort bei den Händlern gucken. Weil ich möchte Gwendala jetzt nicht unbedingt eine Lederkappe oder so überziehen, damit sie total doof aussieht. So, beim Silberkogel nach dem Zechpriller nachfragen. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich suche nach einem gewissen Regash. Kennt ihr ihn? Regash, den Zwerg? Den habe ich doch eben noch gesehen. Habt euch wohl gerade die Klinke in die Hand gegeben. Roter Bart, fein gekleidet, trägt heute eine Mütze mit Feder. Herr Schul wird Schotterbusch die Zeche etlicher Besuche. Ach, ein Zechpriller also. Bei mir hat er auch schon ein paar Mahlzeiten und etliche Humpen in der Kreide stehen. Na, der kann was erleben, wenn er das nächste Mal kommt. Also roter Bart und Mütze mit Feder, richtig, genau so, das hatte der Haluke an, als er eben hier war. Er kann ja noch nicht weit gekommen sein, wenn ich mich beide erwische, ihn vielleicht noch hab, dank. Das war doch gerade der Zwerg, der uns entgegengekommen ist, oder nicht? Finde den Zechpräler. Ich habe Regash nur knapp verpasst. Wird Tradank konnten mir aber Hinweise auf sein Erscheinungsbild geben. Vielleicht finde ich ihn ja noch. Von Tradank erfuhr ich, dass Regash ein Zwerg ist. Er hat einen roten Bart und trägt vorne mit Kleidung und eine Mütze mit Feder. Regash kann gar nicht gekommen sein. Vielleicht finde ich ihn auf dem Markt. Ja, da ist er auch noch. Gute Frau, ich nehme noch einen aus dem Fass da hinten. Gerne doch. Aber mir wäre es wirklich lieber, wenn ihr jetzt gleich zahlt. Schreibt es einfach mit an, ich bitte euch.
unter Regas. Vom Anschreiben kann ich meine Fässer aber nicht füllen. Seht, ich bin täglich in der Stadt. Ich zahle euch das nächste Mal aus. Ihr seid doch wohl jeden Markttag hier. Ja, das bin ich. Ich werde mir euer Gesicht gut merken. Gutes Bier.